Wir schalten jetzt in die Frankfurter Börse zu Dorothee Holz. Die EU hat heute eine neue Konjunkturprognose veröffentlicht. Womit rechnet man denn in Brüssel? Ja, wegen des Ukraine-Kriegs sind alle bisherigen Prognosen nur noch Makulatur. Die EU musste ihre Vorhersage für das Wirtschaftswachstum für dieses und nächstes Jahr nach unten schrauben. In diesem Jahr rechnet man in Brüssel mit einem Wachstum von 2,6%. Nächstes Jahr dürfte die Wirtschaft in der Eurozone nur noch um 1,4% zulegen. Gleichzeitig steigt die Inflation in diesem Jahr auf ein Rekordniveau von 7,6%. Die schlechte Nachricht ist, die Inflation ist gekommen, um auch die nächsten Jahre zu bleiben. Das ergeben mehrere Studien. Das IFO-Institut hat bei Volkswirten in über 100 Ländern nachgefragt. Und man rechnet auch damit, dass in Deutschland bis 2024 deutliche Preissteigerungen bei Öl und Gas möglich sind. Eine hohe Belastung für Unternehmen und Verbraucher und ein anhaltender Wohlstandsverlust. Der DAX reagiert deutlich, gibt um 2% nach auf 12.509 Punkte. Russlands Invasion sende Schockwellen durch die Wirtschaft, heißt es von der EU-Kommission. Dankeschön, Dorothee Holz. In den deutschen Seehäfen sind Hafenarbeiter am Morgen in einen 48-stündigen Warnstreik getreten. Mehrere betroffene Unternehmen versuchen, den Arbeitskampf gerichtlich stoppen zu lassen. Mit dem dritten Warnstreik innerhalb weniger Wochen wollen die Hafenbeschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifstreit erhöhen. Die Gewerkschaft Verdi fordert mindestens einen Inflationsausgleich in Höhe von 7,4% bei einer Laufzeit von 12 Monaten.